Mein Name ist Simon Janssen. Ich mache ein Praktikum als Immobilienkaufmann bei Böckler Immobilien in Pforzheim. Böckler Immobilien, Janssen, guten Tag. Begleiten Sie mich bei meiner Arbeit im Büro und draußen bei der Objektaufnahme einer Villa. Die Immobilie muss für die Fotografie vorbereitet werden. Dann sehen Sie hier oben dann die einzelnen Möglichkeiten, was Sie jetzt Strecken, Flächen, Rauminhalte, Annäherungen messen können. Und da gehen Sie jetzt mal auf das mittlere, die Fläche. Ja. Wie groß sind die Räume? Das Aufmaß mache ich mittels Lasermessgerät. Kann man mal wechseln? Wie fotografiere ich die Immobilie am besten? Eine spannende Erfahrung. Ich verlasse die Villa im angetroffenen Zustand und achte auch darauf, dass die Tür wieder ordnungsgemäß verschlossen ist. Ich mache noch Bilder von außen für die Werbung. Zurück im Büro, erst nochmal kurz ein Telefonat und dann geht es daran, die Daten und die Beschreibung sowie die Bilder in die Immobiliensoftware einzugeben und hochzuladen. Auch der Datenschutz wird groß geschrieben. Es macht richtig Spaß mit dem Aktenvernichter. Ich bekam Eindrücke von der Büroarbeit, war bei Besichtigungsterminen, Vertragsverhandlungen dabei. Ich kam mit Kaufverträgen, Mietverträgen, Teilungserklärungen, Bebauungsplänen, Baulastenverzeichnissen in Kontakt, habe mit dem Kopierer und dem Telefon gearbeitet und habe Kunden empfangen sowie besucht. Interessant war für mich zu erleben, wie umfangreich das Leistungs-, Wissens- und Tätigkeitsspektrum eines Immobilienkaufmanns ist und was den Gegenwert des Honorares ausmacht. Auch bekam ich Eindrücke in die Immobilienverwaltung, Nebenkostenabrechnung, Online-Banking, Videomarketing, Facebook, Print- und Online-Marketing. Es war kein Tag wie der andere. Ich sah, wie abwechslungsreich dieser Beruf ist, habe aber auch Tage monotoner Büroarbeit erlebt. Das war mein Praktikum als Immobilienkaufmann bei Böckler Immobilien in Pforzheim.